bis in die Höhen, von denen das ewige Eis der Gletscher in die Täler der Alpen leuchtet, reicht der dunkle Gürtel des deutschen Hochwaldes mit seinen hundertjährigen Baumriesen. Dort gehen die Holzfäller ihrem schweren und oft gefährlichen Handwerk nach. Um den mühseligen Holztransport von den Bergen ins Tal zu vereinfachen, zwang der ewig suchende Menschengeist, das Wasser, die gefällten Baumriesen zu Tal zu tragen. Der Forstmann Schauberger verwertete seine Erkenntnisse über die dem Wasser eigenen Kräfte und baute im Mürztale, in der grünen Steiermark, eine moderne Holzschwemmanlage. Ihr Ausgangspunkt ist ein Stausee, der in einem Hochgebirgstalkessel künstlich angelegt wurde und in dem eine ruhig dahinfließende Strömung die Baumstämme ungeordnet zum Eingang eines Schwemmkanals trägt. Dort sorgen Arbeiter dafür, dass Stamm für Stamm in den Kanal gleitet, indem ein künstliches Gefälle die Anfangsgeschwindigkeit für den Abtransport ins Tal erzeugt. Sperrschieber dienen zum notwendigen Ausgleich der schwimmenden Holzmengen. Sie sind bei Holzlagern eingebaut, die tiefer als der erste Stausee liegen. Durch romantische Alpentäler geht's weiter mit einer Geschwindigkeit bis zu 15 Metern in der Sekunde. Unterwegs erhält das tragende Wasser immer neue Zufuhr. Wo zwei Kanäle sich vereinigen, erübrigen sich vorerst weitere künstliche Anlagen. Der freie Wildbach übernimmt, rauschend und tosend, die Weiterbeförderung der Last. Das erste Zwischenstauwerk ist erreicht. Da kaltes Wasser tragfähiger ist als erwärmtes, muss das auf seinem bisherigen Wege durch Sonne, Geschwindigkeit und Arbeitsleistung erwärmte Wasser durch neues, und zwar kaltes Wasser, ersetzt werden. Das ist einfacher als man glaubt, weil kaltes Wasser schwerer ist als warmes. Deshalb sinkt in einem solchen Stauwerk das kalte Wasser auf den Grund, während das Erwärmte zur Oberfläche steigt, von wo es durch Seitenkanäle abgeleitet wird. Das kalte Wasser besorgt weiter die Schwemmarbeit. Wo die Natur den Flusslauf durch flache Gebirgstäler führt, wird das Flussgefälle durch eingebaute Stufen künstlich vergrößert.
diesem zweiten Zwischenstauwerk werden das Wasser und seine Holzlast in einen Zementkanal übergeleitet. Auch hier wieder regeln fleißige Hände den ordnungsgemäßen Einlauf der Stämme. Zum ersten Male finden Messungen statt. In vielen Windungen, als Überführung und Brücke, an Steilhängen vorbei und durch Tunnel, trägt das Wasser seine Last weiter ins Tal. Beim ersten Stauwerk unserer Schwemmanlage wird auch hier wieder das inzwischen neuerdings erwärmte Wasser ausgeschieden. Des Schwemmkanals. Die Sortieranlage ist erreicht. Automatisch ordnet sich das Schwemmholz nach seiner Größe. Die großen Stämme gleiten über eine Fallgrube weg, in die die kleinen fallen. Ein besonderer Kanal führt das Kleinholz zu seinem Lagerplatz. Dort wird Brennholz vom Nutzholz getrennt. Stämme sausen über die Fallgrube weg in ein Wasserbecken, das ihre Geschwindigkeit abbremst. Von hier aus werden sie auf ein laufendes Band sich drehender Rollen gebracht. Hier werden die Stämme endgültig gemessen und gemalt. Eine einfache Vorrichtung hebt sie aus der Bahn, auf Bretterschienen rollen die Stämme zum Lagerplatz. Mit bewunderungswürdigem Fleiß und unerhörter Ausdauer
wurde hier ein geniales Werk geschaffen, das einzigartig ist und Zeugnis ablegt von dem schöpferischen Willen des Menschen.